Nein. Lass es einfach. Hi, hol den Control Call. So. Meter. Wie gesagt, das würde ich glaube ich heute noch machen. Da ist die Aufnahme dann doch normal lang geworden. Mit viel Trinken ging es ja dann doch. Und dann kümmern wir uns in der nächsten Aufnahme dann mal um den Anführer der drei. Denke ich mal, weil dann kann ich die Folgen jetzt gleich noch schneiden und noch rendern und noch ein paar Thumbnails machen, dass wenigstens schon mal ein, zwei Folgen dann hochgeladen sind. Und dann schauen wir mal, ne? Was siehst du, Sadiki? Nicht viel. Vergib mir, Enkidu. Ich habe dich Gefahr ausgesetzt. Für dich gibt's hier nichts. So. Hier kommen wir durch, ne? Eunuchen erzählen unglaubliche Geschichten. Saida Arib scheint jeden Tag zu... Warum? Warum hat er jetzt kein Attentat gemacht? Stirb du! Darf ich mich jetzt auch mal bewegen hier? Mein Gott. Ich läute die Glocke. Nein! Das Vergnügen hat ganz bei uns. Ja, er greift aber halt auch den Falschen an, ne? Ja, das wird mir... Wird gemacht! Wie langsam! Boah, ich muss ja weg. Ich habe keine Ausdauer mehr, ja. Das wird mein... Aua! Wirf doch mal diese scheiß Dings! Viel zu nett für dich! Sehr gut! Wärst du müde? Wir finden dich! Ihr entkommt uns! So. Hol ich mir den da erstmal nach unten und fange jetzt wieder ganz langsam an. Ja, wenn der jetzt mal sich ein bisschen beeilen würde, dann könnte ich den da oben, ja. Hey, Augenblick! Deine Stunde ist gekommen. War klar, dass ich zum Größten. Da! Aber du kommst zurück. Komm von hinten! Und dann warte ich. Aua! Ich töte dich! Ja. Nein.
Uff. So, das Problem ist, wir haben jetzt keinerlei Heiltränke mehr. Wird auch safe nirgendwo Essen sein. Ich will jetzt auch nicht wieder komplett zurückgehen. Was? Das sind doch ein paar viele. Ja, wenn der herkommt, dann könnte ich den erledigen schon mal. Augenblick. Heute Morgen hat er den Neuen gehänselt und sein Essen gestohlen. Jemand Warum habe ich immer mit dir Dienst? Soll das eine Strafe sein? Was Essbares wäre eigentlich mal gut, ne? Was war denn das? Verstärkungsruf, zack. Hey! So. Der ist weg. Schatz geborgen, Schwert der Verborgenen. Gut, wie gesagt, was Essbares wäre halt wirklich mal gut. Wenn ich jetzt da hochgehe, dann habe ich doch safe gleich ein Problem. Bis die Tür eh verriegelt. Gut. Haben wir wenigstens das, dann sind wir wieder full live. Ich sag, wir müssen auf jeden Fall eine Möglichkeit finden, den hier irgendwie rauszuloggen. Aha. Der Admiral legt viel Wert darauf, sein Modellschiff vor dem Feuer zu schützen. Anweisung der Wache. Es dürfen sich keine Fackeln in der Nähe des Modells befinden. Wer dies missachtet, verliert nicht nur einen Monatslohn, sondern verbringt auch dem Kriegsfürsten zum Gefallen eine Woche in der großen Garnison. Admiral Nadir.
Was? Ich folge dich, wenn ich dich finde. So. Das wäre mal schön, wenn der hier mal... Ah, jetzt. Bestätigen. Es gibt keine Wachen mehr, die du zu dir rufen konntest, Kollege. Ein Brief von Elmar Dichwar über fehlende Lieferungen an die türkischen Söldner. Der Admiral hat sie bestohlen. Verärgertes Schreiben. Eischmal, es ist eine weitere Ladung Heeresvorräte verschwunden. Das ist das zweite Mal in ebenso vielen Monaten. Ich brauche dir nicht zu sagen, was die Folgen wären, fände der Kalif heraus, was diese Lieferungen beinhalten. Der Hafen und alles darin ist in deiner Hand. Ich mache dich persönlich dafür verantwortlich, was dorthin durchkommt. Wenn ich zurückkehrte, erwarte ich eine vollständige Auflistung davon im letzten Jahr Ashikwa erreicht und verlassen hat, auf meinen Schreibtisch vorzufinden. Stelle meine Geduld nicht auf die Probe. Almar Dikwar. Oder so ähnlich. Beide tot. Ich sollte zurück zu Fulat. Gehen wir den Weg hier wieder raus. Wobei, wie gesagt, zu Folat gehen wir auf jeden Fall noch zurück. Das machen wir noch. Hören uns an, was da noch zu sagen. Oder was Folat noch zu sagen hat. Und ihm sagen, dass Arroch und Elaeshma tot sind. Und dann schauen wir mal, wie es dann in der nächsten Aufnahme weitergeht. So. Wir haben jetzt 4 Fähigkeitspunkte. Können wir gleich auch nochmal gucken, bevor wir die Aufnahme final beenden. Wir werden bezahlt, um rumzustehen. Du hast hier nichts zu suchen. Lass das bitte. So, hier lasst jetzt meinen guten Kollegen mal stehen. Gucken wir erstmal an, wegen Fertigkeiten, was wir da machen können. So, wir können auf jeden Fall Enkidus enthüllt die Wachgänge aller markierten Gegner, okay. Sagen wir hier, Enkidu Wahrnehmung wird erhöht, wodurch leichter wird, okay. Zusätzliche Hilfsmittel, Meistertaschendieb. Fügt dem Konzentrationsbalken 2 zusätzliche Segmente hinzu. Nehmen wir das doch mal. Haben wir noch einen Fähigkeitspunkt, okay. Ja, da sind wir auf dem Weg. Gucken wir mal, ob wir den hier noch mitkriegen. Und dann machen wir das erstmal noch und dann also holen uns die Münze da. Und dann gehen wir noch zu Folat und dann Aufnahmepause, beziehungsweise Ende der Aufnahme. Dann haben wir das ja auch grob geschafft. Dann sind wir ja fast... Jetzt sind wir ja doch bei einer normalen Aufnahmedauer gelandet. Oder sind die? Wo sind denn die jetzt? In der Münze da. Oh.
So. So, Schatz geborgen. Ein Glasgewicht. So. Ja, bleib doch mal entspannt, Junge. Ich habe auch kein Interesse an dir. So, hier, komm. Und noch da. Hallo? Da, da muss man rein. Warte, Ali. Lass uns erst hören, was Basim sagt. Warst du erfolgreich bei deinen Aufträgen? Natürlich. Stratege Jassur und Admiral Nadir sind tot. Hast du herausgefunden, wer hinter Elmar Dechwar steckt? Nicht direkt. Stratege Jassur sollte sich zu einem Treffen mit Elmar Dechwar in der großen Garnison einfinden. Anscheinend hat er ihn seine Vergangenheit doch noch eingeholt. Admiral Nadir wurde wegen fehlender Lieferungen für das türkische Heer befragt. Elmar Dechwar war nicht erfreut. Also ist Elmar Dechwar in der großen Garnison und überwacht den Nachschub für die türkischen Söldner. Es gibt nur einen mit entsprechendem Rang, der passt. Heerführer Wasif Aturki. Wasif? Das kann sein. Es gibt nur wenige, die Beshi gefangen haben könnten. Beshi wurde gefangen? Er kam nie zurück. Wasif ist gerade von einem Einsatz für den Kalifen zurückgekehrt und in der Garnison. Wenn er Beshi hat, wird dieser auch dort sein. Dann ziehe ich ebenfalls dorthin. Wasif kontrolliert halb Bagdad. Hui. Wenn wir ihn herausfordern und scheitern, könnte das einen Krieg auslösen, der bis nach Alamut reicht. Du brauchst Basim. Na gut, ich treffe Basim bei der Garnison, bevor ich zuschlage. Aber spute dich, ich bin es leid zu warten. Bleib doch mal entspannt, Junge. Gelange hinein und töte Wasif. Er darf nicht entkommen und es muss aussehen, als hätte Ali es getan. Die Sicherheit Alamuts hängt davon ab. Es wird geschehen. So sieht's aus, aber nicht mehr in dieser Aufnahme. In dieser Hinsicht bedanke ich mich natürlich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, dass ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet, wenn unser Abenteuer mit Basim weitergeht und wir uns dann um den nächsten Schatzmeister, Anführer von der Vereinigung kümmern da. Und zwar um den guten Almar Dikwar, der Kriegsfürst. In dieser Hinsicht, wie gesagt, bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen und hoffe natürlich auch, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Aber bis dahin, ciao!